Aha, ein Recycler. Ein Bau-Ding. Ein paar Materialien, ein paar Bolzen. Zwei Dateien, zwei E-Mails. Ein Leitfaden zu Transtar-Uniformen. Auszug aus Informationsmaterial für neue Transtar-Mitarbeiter. Abschnitt 11253 Transtar-Uniformen. Ihre Transtar-Uniform wurde entworfen, um Ihnen Sicherheit, einen bequemen Sitz und ein einfaches Arbeiten zu ermöglichen. Die Uniform muss an Bord der Station stets getragen werden. Es wurden zwar alle Anstrengungen unternommen, um Ihnen auf der Talos 1 ein komfortables und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, allerdings besteht immer die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Gefahrensituation. Die Zugehörigkeit zu den Abteilungen erkennen Sie am Stil und der Farbe der Uniform. Braun und Schwarz, Leitung und Verwaltung. Grün und Weiß, Wissenschaft und Technologie. Orange, Technik und Wartung. Blau und Schwarz, Sicherheit. Und was sind wir? Wir tragen Rot. Wir sind nix. Wir leiten nicht. Wir verwalten nicht. Wir machen nix. Ne? Rot gibt's hier nicht. So. Ich habe ein Atrax-Antriebssystem her. Okay. Achso, Leitfaden hatten wir schon. E-Mail. Clive Lawrence an Franklin Goody. Keine Sorge, ist die Katze aus dem Haus? Ich habe schon ein paar Ideen. Ich arbeite was aus und schicke es dir und Mary. Cliff. Hey Cliff, tut mir leid wegen den ganzen Bolzen in der Werkstatt. Das ist wirklich der einzige Ort, an dem ich die neue Waffe ausprobieren kann. Ich glaube, die wird ganz nett. Brauchst du noch Hilfe? Mary ist schon dabei. Franklin. Diese kleine Kinderspielzeugwaffe oder wie. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Armbrust wirklich eine Waffe ist. Also. So, hallo Franklin. Der Satellit, der aktuell in der Werkstatt in Reparatur liegt, soll stillgelegt werden. Ist gut, dass er dann hier zur Reparatur ist. So, Dr. Kelstrup hat uns allerdings gebeten, alle Elemente des Psychotronik-Transistors zu entfernen und im neuen Satelliten zu installieren. Dann ist es gar keine Reparatur, dann ist es ein Ausschlachten. Fragen Sie mich nicht, wofür die gut sind. Ich weiß es nicht. Erledigen Sie es nur so schnell wie möglich, Dr. Thorstein. Warum fällt denn diese Station hier immer mal wieder auseinander? Ich frag lieber nicht. Okay, E-Mail. Achtung, Strahlung. Mary, wie du vielleicht schon bemerkt hast, gibt es ein Problem mit einem der Tanks in der Nähe des Lagerschranks, das zum Austreten von Strahlung führt. Halte dich bitte davon fern und sag es weiter, bis ich die benötigten Dinge erhalten habe, um es in Ordnung zu bringen. Randy. Assassin's League? Hey Mary, hier ist Gary Snow. Ich arbeite im Besatzungsdienstbereich. Ich habe ein Gerücht über eine neue Pfeilpistole gehört, die sie sich ausgedacht haben. Es ging auch um ein Assassins-Spiel im Arboretum und in den Besatzungsquartieren. Ich wäre gern dabei. Danke, Gary. Klingt spaßig. Kann ich mitmachen? Datei. Jägerin Bolzenwerfer. Aha. Auslöser leicht gemacht. Klappert mir immer noch zu stark. Gewicht bei gleichbleibender Stabilität verringert. Kein Zersplittern des Laufes mehr. Name endgültig auf Jägerin Bolzenwerfer festgelegt. Cliffs Leitbringer und Franklins Bolzenpeiniger Vorschlag abgelehnt. Na toll, lade ich hoch. Danke, will ich nie brauchen. Bolzenwerfer Munition. Erhöht Präzision der Bolzenstruktur des Schaums verändert, sodass er nicht mehr in der Hand zerbröselt. Versuche den Aufprall etwas leiser zu machen. Immer noch erfolglos. Ist das eine Ablenkungswaffe? Cliffs Änderungen an der Flexiformel übernommen. Ist das eine Ablenkungswaffe? So, pass mal auf. Also, das erste ist Recycler. Schrott übertragen. Warum muss ich eigentlich hier oben gucken, wenn da unten das Fach ist? Warum muss ich hier nochmal klicken? Ist auch, na gut. Und wieso lootet der nicht einfach alles? Naja, ich habe Fragen. Ich weiß. So, Start. Glukanister, Rohrzange brauchen wir nicht. Medikit. Moment, Medikit braucht 2, 1, wie viel haben wir? 4, 18, 3. Okay, ich guck mal, was die Munition braucht. 8, 8, 1. 3, 1 meine ich. Das könnte man zweimal herstellen. Aber wir brauchen ja dieses komische Antriebssystem. So.
Bitte warten. Aha. Das funktioniert. Irgendwie. Wenn ich springe und das Steuerung drücke, dann benutzt er das schon. So, Jägerin-Bolzen. Flexifoam-Bolzen. Gucken wir uns mal an. Für wahr, denn jeden, der euch herausfordert, wird ein schneller Tod ereilen, wenn die Jägerin ihre Flexifoam-Bolzen mit sicherer Hand verschließen. Keine Fabrikation während der Arbeitsschichten. Aha. Gut, also. Ich hätte gern. Ich brauche mal kurz Muni. Ne, Muni ist immer gut. Danke. So, dann hätten wir noch einmal bitte Muni. Ich weiß nicht. Ich fühle mich einfach mit Munition sicherer als ohne. Und dann gucken wir mal, ein Medikit kriegen wir noch hin. Nehme ich noch das mit. So, dann habe ich's. Mehr habe ich hier nicht. So, ist gespeichert. Ich nehme mal kurz noch hier das Übersehende mit. Mülleimer. So, nehmen wir auch noch mit. Das sind die Bolzen, die nehmen wir nicht mit. Ah, geht doch. Es geht ja doch, wenn ich nach unten gucke. Aber es geht halt auch, wenn man nach oben guckt. So, dann haben wir das nochmal gemacht. Ah. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, ich habe 66 mal Munition. Und ein Medikit. Ich hätte gerne... ich hätte gerne das Spiel und nicht das Menü. Ich hätte gerne noch ein Medikit. Gebe ich zu. Da könnten wir noch zwei Medikits herstellen. Das mache ich jetzt auch mal. Gegenstand entnehmen und bitte noch eins herstellen. So. Medikit hergestellt. Ich gebe zu, die erscheint mir nicht sinnvoll. Also ich könnte sie mitnehmen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ich die nie brauchen werde, diese komische Bolzengeschichte. Und sie nimmt Inventarplatz weg. Die Fähigkeit Anzugsmodifikation erhöht die Inventargröße. Kriege ich denn die? Moment. Moment, Moment, Moment. Neuromods? Das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht. Hebelkraft ist er auch nicht. Kampf, Fokus. Das ist nützlich. Das muss ich, glaube ich, mal lernen. Dass man 10 Sekunden lang praktisch schneller agiert. Hacken. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo es das geben soll. Also will ich das einfach mal ignorieren. Was ist das? Plattform? Ah, da komme ich doch nicht hin. Also ich kann es ja mal probieren. So, nochmal speichern. Ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt, dass er hier angekommen ist. Okay, Franklin Goudet, Leiche. Nehme ich alles mit. Chirurgie-Antriebssystem abgeschlossen. Ja, das ist super. Das hatten wir ja auch gemacht. So. Okay, man kann jetzt schön runtergleiten. Das gefällt mir, das gefällt mir. Ein Anruf. Besitzt eine manuelle Verriegelung, die Sie vor einem Weltraumspaziergang deaktivieren müssen. Das ist zwar als Sicherheitsmaßnahme gedacht, aber irrelevant, wenn der Feind schon in der Station ist. Wenn Sie hinausgehen, bleiben Sie in der Nähe. Die Typhon sind vielleicht auch schon im Außenbereich. Nicht vergessen, andere Luftschleusen müssen auch zuerst von innen geöffnet werden. Anscheinend haben Sie schon ein Antriebssystem, dürften also manövrieren können. Okay. Luftschleuse entriegelt. Die Vault öffnet sich. Naja, fast. Oh. Ich rate mal, Ladebildschirm.
Oh, erstmal. Die Luftschleusen. Die Talos 1 verfügt über mehrere Luftschleusen, durch die man zum Außenbereich gelangt. Bevor du sie passieren kannst, musst du sie erst manuell entriegeln. Je mehr Luftschleusen du findest, desto freier kannst du dich durch und um die Station herum bewegen. Über dein Transcribe kannst du dir die Stationskarte ansehen, um mehr Luftschleusen zu finden. Das ist ja überraschend, dass eine Raumstation mitten im All, ja, Luftschleusen hat, das hätte ich nie erwartet. So, betreten, bist du sicher? Ja. Denn ein Ladebildschirm. Ich wusste, dass er kommt. Tada, da ist der Ladebildschirm. Und hier steht irgendwas, umkreist den Mond in etwa 385.000 Kilometern. So, beliebige Taste. Mikrogravitation entdeckt. Mikrogravitation. Dein Transstar-Anzug ist mit einem Antriebssystem ausgerüstet, mit dem du den rauen Bedingungen des Weltraums trotzen und dich darin fortbewegen kannst. Um in der Schwerelosigkeit zu manövrieren, benutze die Tasten W, A, S oder D. Die haben wir noch nie in keinem Spiel zur Navigation verwendet. Für einen Vorschub und Umschalt, also die Sprinttaste, um diesen zu verstärken. Drücke zum Abbremsen Q und E. Mit Steuerung steigst du nach oben und mit Alt nach unten. Halte zum Rollen E oder Q gedrückt. Okay, das kann ich mir wieso nicht merken. Klingt aber nett. Ah, ich verstehe, wie es gedacht ist. Okay. So, was haben wir hier? Kommst du mir nur so vor, oder ist das Display nicht gerade vertrauenserweckend, ist so schattiert, ne, so mit vielen Linien und so weiter. Aber ich glaube, es ist nicht kaputt. So, na dann. Wenigstens haben wir hier kein Problem mit Sauerstoff, wenn ich das richtig sehe. Und da ist er. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Und endlich sehen wir mal, von wo wir kommen. Stoppen wir mal kurz. Was ist das? Eine Löwenstatue hier draußen? Oder was soll das sein? Na gut. Menschliche Leiche. In die Richtung. Also die Musik hat was. Luftschleuse, Psychotronik, Sperre. Die habe ich noch nicht entdeckt, ne? Ich muss sagen, die Raumstation sieht nett aus. Da ist auch eine menschliche Leiche. Okay. Werbung muss sein. Wenigstens die ist hier. Die Musik wird immer lauter und ich habe keine Ahnung warum. Aber wir machen hier heute den George Clooney, ne? Für den Fall, dass er den Film dann nicht gesehen hat, den mit der Sandra Bullock. Wir treiben im All und hoffen, dass wir irgendwie wieder auf die Erde kommen. Auf dem Planeten da hinten, glaube ich. Und hier ist... Leiche? Ah, jetzt sehe ich auch die Leiche. Moment. Charisma Schuhan. Warum ist die eigentlich tot? Kann ich da an der mal vorbei? Okay, die ist tot, weil sie keinen Helm hat und weil sie ausgesaugt wurde. Also sind hier draußen auch Mimics. Na toll. Shuttle Dock? Kraftwerk? Ich habe den Eindruck, hier müssen wir öfters lang. Ich weiß aber nicht warum. Da ist die Werkstatt. Und da soll unser Ziel wohl sein. Na gut, dann fliege ich mal in die Richtung. Dr. Lorenzo Calvino. Hm. Irgendwo draußen müsste er sein. Ne, der schwebt ja in so einer leicht kaputten
ja, Außensektion der ganzen Raumstation. Ich sehe nichts. Ich probiere mal, das Licht anzumachen. Ist das hier richtig? Bin ich hier noch richtig? Oder bin ich hier gerade vollkommen falsch? Doch, bin ich richtig. Da ist er ja. Okay, hallo. Und hoffentlich ist das nicht wie bei Adrift, dem Spiel, wo man nicht andocken, andetschen durfte. Bei nichts. Weg mit dir. So. Falsche Taste. Ich wollte kurz das Licht ausmachen. So, neuer Tagebucheintrag. Ich vermute, war doch die richtige Taste. Ich vermute, ich soll zurückreisen. Finde Schlüsselkarte für seine Werkstatt, betritt die Werkstatt. Jo. Der Schlüssel der Leiche. Suche im Traumazentrum. Okay, das wissen wir, dass wir das machen sollen. Ist eine Nebenaufgabe. Ah, ich vertipp mich hier immer. So. Dann haben wir das. Dann müssen wir bloß irgendwie wieder zurück. Die Raumstation ist von außen kleiner, als ich dachte. Es ist jetzt ziemlich dicht nebeneinander. Ich glaube, ehrlich gesagt, sie ist auch im, also innen drin relativ klein. Sie wirkt bloß so groß, weil sie unterschiedliche Wege hat. Ich habe keine Ahnung, was ich hier höre, aber egal. Ich glaube trotzdem, sie hat relativ viele unterschiedliche Wege, die man gehen kann, wenn man das unbedingt möchte. Ich mache immer wieder die falsche Taste, verdammt. So. Und das war's auch schon mit unserem kleinen Ausflug nach draußen. Und ich klicke mal, um wieder in die Station zu gehen. Und hoffe, dass jetzt keine neuen Gegner in dem Labor sind. Es würde mich aber nicht wundern. Ich gebe zu, es würde mich ganz und gar nicht wundern, wenn wir plötzlich wieder ganz viele Gegner vor uns hätten. Vergiss nicht die Spezialausrüstung. Okay. So. Was? Warum? Was? Wieso schickt mich der Wegpunkt wieder raus? Wieso? Haben wir gemacht. Du befindest dich im Gang. Ich muss zu einer Luftschleuse, um zu ihm gelangen. Waren wir. Wird bestimmt einen Schlüssel für seine, also Schlüsselkarte für seine Werkstatt haben. Du findest ihn. Hatten wir. Hatten wir nicht? Finde Schlüsselkarte. Wir haben die Schlüsselkarte nicht. Moment. Heißt das, ich habe da, ich habe doch gerade eine Schlüsselkarte aufgenommen, oder nicht? Mir ist so, als ob ich eine Schlüsselkarte aufgenommen habe. Ja, ja, komm. So. Ja, das wissen wir schon. So, da oben soll er irgendwo sein. Ich kann ja auch ein bisschen schneller. So. Hier. Aber mir war so, als ob ich gerade die Schlüsselkarte aufgenommen hätte. Hab ich nicht. Da ist der Doktor. Der hat nichts bei sich. Hier ist noch was. Ist hier noch irgendwo was Wichtiges? Was haben wir hier? Ersatzteil, okay. Hier haben wir auch noch ein bisschen Ersatzteil. Was ist das? EMP, okay. Okay.
Sauerstoff. Den wir anscheinend aber nicht brauchen, weil ich habe keine Sauerstoffanzeige. Wenigstens das haben wir nicht. Aber hier ist doch nichts. Oder bin ich jetzt komplett irgendwie... komplett an allem vorbei, sozusagen.